Moin, moin. Herzlich willkommen wieder zurück bei Pacific Drive. Ja, heute machen wir so ein bisschen Bleisuche und so weiter und dann gucken wir mal. So. So. Ich wollte das mal erkunden. Und einfach mal gucken. Plasma-Generatoren. Na? Was habe ich hier? Bleibeschichtung. Das brauche ich. So. Dann wollen wir mal. Sorry. Stabile Bedingungen, okay. Okay. Schade, da wurde nichts freigeschaltet. Wow. Hoppy, I gotta ask. Were you around when the old wall was nearly breached? You want to know if I was involved? I mean, sure. No one knew more about where anomalies came from than you. Heck, I mean, you know, the only reason anyone knew anything about anomalies was because of the research branch that you four started to build. Yes, and we developed ways to prevent anomalies, not create them. You can't prevent something if you don't know where it's created in the first place. So you did pick up a thing or two around us, scientists. So. So. Gott. Oh Gott, ist das nebelig. Ja.
Okay, und ab geht's ins nächste. Und doing. Hole ich mir den jetzt oder nicht? Nee, ich hol, fahr ins nächste Gebiet. Wow. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, was war das? Ups. Hab ich da so ein Viech? Ja. Verdammt. So. Jetzt suchen wir Bleibeschichtung. Okay. Okay. Oh, guck mal. So. So, guck mal, da ist noch mal was. Thank you.
Noch mehr Bleibeschichtung. Dann mal die Rohrpost überprüfen. Und noch mehr Blei. Oh, sollte ich reparieren. Okay. Also. Eben Teile machen. So. Oh. Frontschürze. So, jetzt muss ich noch mehr reparieren. Und reparieren. Reparieren.
und noch ein. Was ist das? Ach, die Antenne. Ah. So. Oh Gott, oh Gott. Gott, bin ich uproad. Ich hoffe, ich kriege das dadurch mehr Blei. Mal gucken. Okay. Sollte eigentlich jetzt reichen. Oh, da ist gerade ein Portal gekommen. Oh. Hey. Okay, anscheinend nähert sich ein Sturm.
Okay, dann hole ich mir das Portal und gucken wir mal. Ob wir das Ganze freischalten können. Also die restlichen Platten anschrauben können. Oh. Ich muss gleich mal Batterien holen. So. Okay, ja, wir fahren jetzt zurück. So. Oh Gott. Miau. So. So, das. So. Okay. Jetzt haben wir hier gepanzert.
es auf. Kann sein, dass ich nicht genügend Blei habe wegen, wie heißt das gleich noch? Wegen den Front- und Heckschürze. Ups. Dann gleich noch lackieren. Ein bisschen zu wenig. Okay, Heckschürze. So, nochmal reparieren. Okay.
Abdicht, Abdicht und hier ist... 3-mal Abdicht, 1-mal Mechanik. So. Okay. So, ich hol mal eben Batterien. Okay, fahren wir den an. Oh. So, fahren wir hier hin.
So. Lovend. Nee. Ich hab. Ich hab hier unten einen Griff, womit ich die Stärke von der Lede anstellen kann. Ja. Oh. Na, wie geht's? Okay, kenne ich. Das habe ich zwischendurch auch. So. Also isst du eigentlich nur, bis du hübsch bist, oder was? So, dahin will ich. Kenne ich leider zu gut. Ich habe viel zu viel. Okay, weil du... Hä? Hä?
Das ist ja echt gemein von dir. So, was gibt's denn heute für eine Pizza? Erzähl doch mal. Nice. Ja, ich bin auch gerade am Überlegen, ob ich mir eine Pizza bestelle. Nee, ich dachte an Hawaii. Oh. Oh Gott. Hilfe. Zwischendurch muss mal. Zwischendurch muss man mal. Aber so. Ein bis zwei.
zweimal maximal im Leben. Nicht leben. Okay, nee, ich mag das nicht so mit zu viel Käse. Also, viel Käse ja, aber nicht zu viele unterschiedliche Sorten. Ja. Also für 7 Euro Nudeln. Okay, die Pizza wird jetzt 20 kosten. Der Reifen ist Schrott. Obwohl, ich glaube, ich sollte den mit hinten austauschen. Okay. Oh Gott, was ist das denn? Ach so, das sind diese Türme. Ja, das auf jeden Fall. Wow. Oh mein Gott. Meine Fresse. Ja, also ich finde, wenn man da Bock drauf hat, dann sollte man das auf jeden Fall machen. Und auf jeden Fall nicht irgendwas Billiges kaufen, also das schmeckst du auch. Deswegen zwischendurch mal so eine geile Pizza. Schadet halt nicht. Und finde ich auch gut. Aber dasselbe zählt halt auch für alles eigentlich, was Lebensmittel sind, finde ich. Oh. Oh Gott, oh Gott. Das ging schnell. Oh Gott. Hilfe.
Oh Gott, Hilfe. So that's the history of the Olympic Exclusion Zone. We know it absolutely existed and that something blighted the area. Dr. Ophelia Turner was a real person who grew up there. Oh ja. Also ich bin echt froh, dass ich kein Auto mehr habe, weil allein auch die Reparaturkosten sind krass geworden. Wo ich damals dachte, ein gutes Beispiel ist, glaube ich, von meinem letzten Auto. Das hätte ich TÜV fertig machen sollen. Da hätte die komplette Reparatur mit allem drum und dran 1500 Euro gekostet. Dafür habe ich mein, oh Gott, erstes Auto gekauft. Und dann kommt es ja auch noch immer drauf an, was für ein Auto du hast, ne? Das ist ja sogar noch schlimmer. Oh Gott. Hilfe! Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, also wegen bescheuerten Bremsen 1600 Euro und ich finde, da sind noch so viel mehr Sachen dazugekommen. Das ist unglaublich geworden. Und vor allem mein erstes Auto war ein Golf 2, der war jetzt, ja, zu dem Zeitpunkt schon nicht neu. War aber ein guter Zustand, 2 Jahre TÜV und, ne? Alles super. Und, dann hatte ich einen Dacia und der... Oh, da habe ich TÜV plus Reparatur und plus, vielleicht mal 600 Euro ausgegeben. Da war ein neuer Auspuff und alle mit dabei und jetzt halt... Für neue Bremsen, ja, 1200 Euro mit TÜV und allem drum dran. Also, ja, das ist ein bisschen drüber.
Yeah. Bei mir dasselbe. Wäre natürlich schön, dann hätte ich damit jetzt auch nicht kein Problem. Ja, also ich hatte dann nochmal aus wirklich Interesse geguckt, einfach weil ich gucken wollte, einfach nur mal gucken, was kostet mich ein Auto, ne? Na toll, das kann ich auch wegschmeißen. Aber mittlerweile, das kannst du dir ja hinten und vorne nicht mehr leisten. Einfach nur irgendwie so ein Kleinwagen mit 250.000 Kilometern auf dem Tacho. Boah, zahl uns mal 2.500 Euro, ne? So, und du denkst dir so, muss jetzt nicht sein, Digga. Und dann, geht man in die andere Richtung, ne, und sucht sich einen Porsche, Cayenne oder sowas, mit 2 Jahren TÜV. Ja, also, den kriegst du schon für 2000 Euro. Naja, vielleicht für 10, ne? Aber mit ordentlich Kilometern, aber trotzdem noch völlig in Ordnung, der Zustand. Ja, also ich kann das völlig nachvollziehen, wenn du dir dann plötzlich so einen blöden Golf nicht mehr leisten kannst, weil die Schweine teuer geworden sind, auch im gebrauchten Wagenmarkt, ne? Ja. Also deswegen bin ich wegen meinem Arbeitsplatz verdammt froh, so einen kurzen Weg zu haben. Wow.
Ja, auf jeden Fall. Ey. Ja. Und dann musst du noch mit nach kurzer Zeit dann wieder zur Werkstatt, weil die Karre so Schrott ist, dass da irgendwas ausgetauscht werden muss. Dann kommt irgendein Software-Update, dann läuft der Vergaser nicht richtig und. Und was ich da dran problematisch sehe, ist dann, geht aufgrund eines Software-Updates dein Auto kaputt. Zahlt das denn jemand? Also, ja. Ja, das glaube ich. Also, ich bin in meinem Leben noch nicht viele Autos gefahren. Eigene Autos. Aber, ich bin so einige Autos gefahren von zum Beispiel beim Pizzalieferdienst und so weiter. Und gefühlt hat's beim Golf 3 aufgehört. Dass es gut war. Das ist ein Panzer auf der Straße, den kannst du fahren bis zum geht nicht mehr. Alle neueren Wagen waren echt problematisch oder hatten irgendwelche Probleme. Und da, was ich viel schlimmer finde, da willst du dir für ein neues Auto, keine Ahnung, da sind die Bremsen durch, musst du neue Bremsen holen. Und dann zahlst du plötzlich 800 Euro, das Auto ist irgendwie anderthalb Jahre alt. Das kann doch nicht sein. Ja, und dann, also beim Dacia, da kann ich's verstehen. Der ist eine Plastikkugel und der ist wirklich günstig gebaut. Der markiert sich aber auch als günstig, ne? Aber bei anderen Autos, da kommst du ein bisschen gegen das Plastik gehen gefühlt, ne? Und reißt da ein Plastikteil ab, was du nie wieder rankriegst. Und dann muss ein komplett neues Teil gekauft werden, weil die Clips ab sind. Weil du es nicht festschrauben kannst oder, ne? Das ist auch so, dass alles mit Plastikclips gemacht werden muss. Die auf einen Schlag abreißen. Das finde ich noch katastrophaler.
Ja. Also, ja, Gewinnmaximierung und auch gefühlt, dass Säulbruchstellen eingeführt wurden, an denen keine sein sollten. Bei den Clips zum Beispiel, dass du es so reindrücken musst, aber du kriegst sie nie wieder richtig raus als Privatperson. Da wurde dann extra Werkzeug entwickelt, damit das dann richtig raus und rein gemacht werden kann, aber keine Ahnung, da kommst du da mit einem Kasten Bier gegen, beim Einladen, haust einen von diesen Clips ab und schon wackelt deine komplette Konstruktion hinten an Verkleidung. Das, nee. Also das muss ich sagen, war beim Dacia zum Teil besser, da war noch alles mit einer richtigen Schraube festgedreht und die konntest du einfach wieder reindrehen. Die hat sich auch nicht so einfach gelöst, also ja. Ja, aber das ist doch... Also was ich da immer nicht verstehe ist... Das wird gemacht, damit, keine Ahnung, irgendwelche Investoren oder... Ups. Damit die irgendwie schnell und mehr Geld bekommen. Aber der Image-Schaden ist doch bedeutend größer, oder? Ja, genau. Und dann Fachkräftemangel und... Das sind alles zum Teil echt schlechte Ausreden, wenn... Oder nicht? Also es wird sehr nah rangezogen und... ja. Ja, genau. Du hast den Shareholder Value und denkst dir, yo, die werden das freuen, dass wir das Auto nochmal 30 Euro günstiger gemacht haben, wodurch wir den Share für alle erhöhen können, weil sie die Schrauben durch Clips getauscht haben. Kann natürlich auch andere Vorteile noch haben, ich weiß es nur aktuell nicht. Aber ja. Und dann regen sich alle über diese Clips auf, dass sie blöd sind und. Also, da muss doch der Schaden... Ja, also das ist dann zwischendurch auch, dass du das Gefühl hast, dass dann einfach solche Sachen zur Gewinnoptimierung gemacht worden sind. Oh Gott. Etü, lass dich von deinem Auto schwer anfahren. Ich wurde vom Auto gefahren. Nice.
Meinst du mit MB Mercedes-Benz? Ja, was ich mir halt auch vorstellen kann, ist, dass das nicht unbedingt politisch gedacht ist, aber aufgrund der Energiepolitik und, dass es halt einfach viel zu teuer ist, in so einem teuren Land wie Deutschland noch irgendwas herzustellen. Dass das Image, was du damit machst, dass es noch ein, ich sag jetzt mal, ein deutsch produziertes Auto, dass das nicht mehr genügend Gewinne einbringen kann. Moin. Ja, also das kann ich mir definitiv vorstellen. Das ist ja auch das Sinnvollste. Ja, und das lohnt dann natürlich für die, wie heißt das gleich noch? Für die Shareholder. So. Damit habe ich eine lange Strecke freigeschaltet. Thank you.
Ach, weil das Benzin leer ist. Okay. Hey. Okay. So. Da will ich. Guck mal, da sind noch mehr wichtige... Oh Gott, Hilfe. Wichtige Ressourcen. So. Kleinen Moment irgendwie... Okay, das funktioniert alles wieder. Bei mir hat sich nämlich vorhin alles zerlegt. So, aber die Ressourcenfarm läuft jetzt über, oder das Ressourcenfarmen können wir jetzt mittlerweile mit einem Staubsauger machen. Also, Staubsaugen für Ressourcen, wäre das mal im echten Leben so, dann würde ich freiwilliger staubsaugen. Sonst muss man das hier machen. Das macht richtig Spaß. Yay. Okay, ich sollte zu Hause dann einen neuen Staubsauger holen. Wie habe ich hier irgendwas zum... Nee. Ich sollte Sachen reparieren. Ja, ich auch. Wenn du dann am Ende sogar noch Ressourcen rausbekommst, außer Staub. Aber das ist gefühlt so, als ob du den Staubsauger in so eine Lego-Kiste reinhältst und einfach sagst, oh, ich nehme jetzt mal alles mit. Aber direkt in Barrenform, ne? Saugst dein Zimmer. Und dann so, bam, Goldpfosten.
Ja. Ist einfach der PC-Schrott. Hast das Platin und Gold rausgesaugt. Bleibt nur noch Kupfer zurück. Aber das finde ich eigentlich ganz cool, dass es an sich möglich ist. Zwar mit Chemikalien, aber dass du die zumindest relativ gut recyceln kannst und dass viele Leute das sogar machen. Wow. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, wo? Ich glaube, ich habe ziemlich viel. Ziemlich viel Schrott. Und. Oh Gott. Aber vielleicht kriege ich alles heile, ohne dass... vielleicht kann ich alles mitnehmen, ohne dass alles kaputt geht. Ich glaube, ich hatte sogar kein Benzin mehr. Gott sei Dank hat das alles so funktioniert.
Ich glaube, ich muss außer einen Reifen alles neu machen. So, ich würde jetzt einmal eine ganz kurze Pause machen. Vielleicht bestelle ich mir gleich eine Pizza. Wer weiß. Ja, und dann sehen wir uns gleich wieder, würde ich sagen. Dann reparieren wir das Auto. Also, bis gleich.
Hallo. So. Ja, Pizza habe ich jetzt noch nicht bestellt. Ja, und zwar will ich doch lieber nicht. Ich hol mir auch, oder mach mir auch später eine TK-Pizza.
So, ordentlich tanken. Wow. Ich glaube, ich bringe da die seitlichen Taschen wieder an. Elektriker-Kit. Sieht das Auto abgefragt aus. Found yourself skipping through comments left by all the
Wie teuer ist das Parksystem? Gepanzerte Platte. Zum Korall. Fahren wir da mal hin. Hey. So. Thank you.
Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hätte noch einen Staubsauger bauen sollen. Für die Ressourcen und so weiter. Ey. Hilfe. So. Die Map sieht auch gut aus. Und was ist das? Ach, das ist die Tankstelle. Okay, wir müssen ja nicht alle Anker mitnehmen. So. Ups, Moment. Wenn man hier entspannt fahren, liegt ein Baum auf der Straße. Geht ja mal gar nicht. Ankerparty, verdampfendes Benzin. Ok.
Okay. Holy. Nice. Oh Gott. Yay, intaktes. Sorry. Ich geb mir Mühe. Aber ich habe neue Reifen, neuen Motor. Also muss das ja auch ausgenutzt werden. So. Was war hier? Hier war irgendwas. Oh. Oh, das ist super. Die Teile brauche ich. Das nehmen wir auf Rückweg mit. Aber hierfür hätte ich den Staubsauger gebraucht. Ich glaube, in das Innere der Zone zu kommen. Das hattest du gerade auf der Karte wahrscheinlich gesehen. Aber das kann ich gleich nochmal zeigen. Und ja, sonst glaube ich eigentlich eher weniger. Alles freischalten vielleicht? Also du sammelst zum einen diese Kerne hier. Damit kannst du dann irgendwann neue Rezepte freischalten. Und du lädst sie in dein Auto ein, damit die gespeichert werden. Also. Hier. Ey. Hier werden die reingeladen und dann werden die hier rechts in unser System reingeladen. Ja. Wow. Hoppala. Ja, finde ich auch. Also, das finde ich ganz cool an dem Spiel. Verdammt. Verdammt. Du erkundest relativ viel und guckst, was andere Gegenden machen, rüstest nach und nach dein Auto auf. Das finde ich richtig cool. Ja, und du wirst von Run to Run wirst du immer besser. Oh. Ja, ich werde immer besser und fahre gegen eine Leitplanke. Ja, also der Fahrstil lässt zu wünschen übrig. Und vielleicht ist es auch die Umgebung, die eher das Problem ist.
So. So, und wenn du dann diesen roten Strich rechts hier überschritten hast, hast du die Möglichkeiten, Portal zu öffnen, um dann wieder zurückzukehren. Und das leuchtet da gerade. Genau, und da müssen wir jetzt hin, weil sobald man das Portal auslöst, löst man so gesehen einen Sturm aus. Das ist das Gelbe hier. Und das Rote ist so eine Dead Zone. Da bin ich aber noch nie drinne verloren gegangen. Ja, und überall sind halt so komische Anomalien. Hier wie diese Säuregeschichten und so weiter. Oder diese Fliegeteile, die einen mitreißen. Und hier, der hier verteilt Säure und ja. Und wenn dann der Sturm eingetroffen ist, so wie jetzt, dann fängt dann an, das komplette Auto nach und nach Schäden zu bekommen. Und immer mehr kaputt zu gehen und. Ja. Das können wir jetzt eigentlich mal ausprobieren. Das ist eine sehr gute Idee. Ah, das Wichtigste überhaupt ist eigentlich, dass man Sachen hier so reparieren kann. So, das bringen wir jetzt eben mal hier um eine Ecke. Weil hier habe ich noch ein... so ein Autoteile-Lager. Was ich richtig nice finde. Und ich habe halt hier bis jetzt 3 verschiedene Sets an, Ausrüstung ging oder Teilen fürs Auto. Und die kann man dann dazwischen bunkern. Weil in diesen Bänken nehmen die total viel Platz weg. Und das sieht cool aus. Und in dem Teil da werden Sachen irgendwie über Ton repariert. So, aber ich würde jetzt einmal gleich wirklich ohne Schutz in die Zone fahren. Mal gucken, was passiert, wenn wir zu lange in diesem roten Bereich sind und sterben. Oh. Oh cool, eine Biolaterne. Ich
So, was passiert, wenn wir Glasscherben? Oh, da kriege ich ein Achievement. Okay, cool. Die Biolaterne behalten wir lieber. Mal lieber alles zur Seite. Damit es am Ende nicht kaputt gemacht wird. Und den Motor sollte ich auch austauschen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass dein Auto kaputt geht oder so. Oder dass das Auto zum Beispiel zurückgesetzt wird oder all deine Teile verloren gehen. Irgendwie sowas. So, ich muss noch eine gepanzerte Tür herstellen. So. Weil die eine hatte ich gerade kaputt gemacht. Okay, Motor. Oh, Glasflaschen habe ich keine mehr. Reifen, Ersatzrad, 1, 2, 3, 4.
Schade, dass man hier nichts herstellen kann. Brenntomat. Und dafür brauche ich Limchips, 3 Stück. Kann ich 3 Stück herstellen? Oh, ich brauche Olympium-Fragment. So. Ich will das mit dem Auto nicht riskieren. Aber... wir müssen leider den Motor mitnehmen. Wir müssen gleich mal tanken. Oh, das ist ewige Stabilität. Das ist natürlich blöd. Aber ich kann ja gleich irgendwo hinreisen, wo es nicht unbedingt ewige Stabilität ist. Nee, leider nicht. Alter. Da fahren wir jetzt mit einer Schrottkarre Richtung. Also wir haben einfach mal alles abmontiert. Guck mal. Keine Zeit, Sturm ist schon da, extreme Bedingungen. Dann sammeln wir da jetzt mal eben irgendwie 2, 3 Anker ein, starten ein Portal und gucken dann mal. Außer wir sterben schon vorher. Ach ja, und darin... ja... und dagegen dürfen wir nicht fahren. Also, die Sache ist, durchlaufen geht nicht. Diese Tore reagieren nur auf das Auto. Weil das Auto ist irgendwie ein Relikt, was mit allem verknüpft ist. Und ja. Oh mein Gott. Und das Auto schützt einen anscheinend auch vor den äußeren Einflüssen. Also, wir haben noch 91% Leben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, und die Ausrüstung absorbiert jedes Mal irgendwelche Beschädigung. Hilfe. Also auch wenn wir hier gerade einen Test machen. Okay, aussteigen. Ach, das hier war auch noch der stabile Bereich. Ey, stabile Bereich, oh Gott. Okay, wir hätten doch auf dem Weg bleiben sollen. Wir müssen erstmal ins nächste... nächste Gebiet vordringen. Da war instabil. Thank you.
Wow. Aber das ist jetzt so ein Sturm. Ich weiß nicht, wie... Da muss ich lang. Hilfe. Also so fühlt man sich also, wenn man überhaupt nichts mehr hat. Nee, nur wenn ich was essen. Nur wenn ich was esse, so. Aber wir wollten ja mal testen, was passiert, wenn wir komplett kaputt hier langfahren. Oh. 15% leben noch. Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. So, und wir wollten jetzt hier... Da ist nämlich keine Strahlung. Ja, auf jeden Fall. Besonders, wie heißt das gleich noch? Irgendwie die... wie heißt das gleich noch? Hier, dass die... Den Schaden, den wir haben. Ja, eigentlich könnten wir uns jetzt mal irgendwie töten. Ich glaube, das mit dem Sturm wird nix. Ja, auf jeden Fall. Und es wird immer immer schlimmer. Komm, dann fahren wir hier einfach mal. Ah, nee. Zustand kritisch.
Okay. Ich wollte eigentlich irgendwas finden, was lustig ist. Hier, sowas. Okay, noch 1% nehmen. Ah, okay, ich regeneriere Leben bis 10%, okay. Aber ich muss eigentlich in die Richtung. Ich wollte eigentlich gucken, ob ich mich irgendwie sprengen kann oder sowas. Na komm, das wird eh nichts. Wir stellen uns hier jetzt einfach in die Mitte rein. Ja, mal gucken, was jetzt passiert. Werden wir einfach zurück zur Werkstatt teleportiert? Fluchtbojen. Ah. Okay, also. Man verliert alle seine Ressourcen. Und das Auto nimmt halt Schaden. Aber das geht ja sogar noch. Mechaniker-Kit. Wollte ich wegräumen. Verdammt. Ich wollte das ja hier reinladen. So. Ja, auf jeden Fall. Das hilft ungemein. Da weiß man ja, dass man zum einen aufpassen muss, weil alles verschwindet. Aber man kann trotzdem sicher sein, dass man doch irgendwie überlebt und keinen richtigen Fortschritt verliert.
60 Thermokristalle. Wow, mir fehlt eins. Ah nee, ich brauche eine gepanzerte Tür, war das genau. Alter.
den und den. Jetzt hier hinfahren. Und hier haben wir diese jetzt haben wir einen thermalen Staubsauger. Und einen Verschrotter. So, die ganzen Ressourcen finden. Nicht Ressourcen, sondern Pläne aufdecken. Korrosionsbeständig. Alter, sind das wie viele Reifen. Leckbeständig, okay. Dass jedes Mal diese Animation kommt, ist ja auch nervig. Ey.
Oha. Wie oft will man denn noch diese blöde Animation spielen? Den will ich mal ausprobieren. Ressourcenradar. Das könnte man mal ausprobieren. Elektromotor. Oh, den können wir auch mal testen. Okay, das will ich jetzt mal ausprobieren. Dichter Nebel und Orkangewitter sind okay. Okay. So. Alles neblig. Aber die neuen Reifen machen sich echt bemerkbar. Also vorher waren das nur diese Offroad-Reifen. Und jetzt habe ich halt diese Allradreifen. Und die sind ein bisschen entspannter. So. Okay, da geht's da hoch.
Wow. Alter. So. Ein bisschen Offroad gehen. Ich sollte vielleicht nicht ein bisschen Offroad gehen. Oh Gott. Na komm, da kann ich noch rüberfahren. So, und so sind wir schon schnell beim Ausgang. Was ist das denn hier? Ah, da bin ich gestorben. Okay. Instabile Anker. Entführer, nicht erkannt giftig. Sonderbare Glut. Oh ja, da wollte ich hin. Die wollte ich ja noch einsammeln. Benzinzersetzende Säure, nice. So, und jetzt will ich mal... Ich habe jetzt dieses neue Radar auf dem Dach. Hier vorne haben wir ein... Okay, das muss ich eben noch... So, hier habe ich diese Ressource. Die da. Ah, oh cool. Oh Gott. Bleiben die dauerhaft auf der Karte markiert? Das will ich gleich mal ausprobieren. Einsammeln und eben gucken, weil das verbraucht 3 kW. Es wird nicht dauerhaft angezeigt. Schade. Wäre auch zu schön gewesen. So, aber die kann ich gebrauchen auch noch. Ein bisschen Blei. Wäre noch schön, wenn wir Baumbonbons hätten. Dann könnten wir noch weitermachen. Ja.
Rohrpost ist immer gut. Da ist noch einer. Gott. Ups, gegen das einzige Auto gefahren, was hier rumsteht. Fahren wir in die nächste Region. Auto fahren. Alter Schwede. So, und das, was ich jetzt mache, ist zum inneren Kern vordringen. Das kann ich jetzt einmal auf der Karte zeigen. Oder der mittlere. Nee, das heißt, glaube ich, der innere Ring. Innere Sektor. Also du hast diesen Außenbereich hier. Das wird durch so eine Mauer begrenzt. Den mittleren Ring, da waren wir jetzt gerade hier mit C4. Und dann gibt es noch den inneren Sektor. Und da fahren wir jetzt mal rein. Und mal gucken, was das ist. Okay, viel Spaß. You're not the first to try crossing the old wall since the anomalies moved in. But we'll make sure you're the first to survive. Two things to keep in mind. First, to get through the old wall, there are 5 crossing points. You need to induce the electrical grid the entire way by driving the car close enough and fast enough along the conductors. You'll see them as you go. Once you jumpstart the grid, Tobias will route the midzone power your way. But no induction, no power, no power, no crossing. Second, watch your battery gauge. You will live or die by that thing. Got it? Good. Start by connecting the power grid at the first crossing point. The controls will be up in the observation tower. Ah, das sind diese Flammenteile. Die will ich haben. Okay, sieht das abgefuckt aus. Was passiert, wenn ich die in die Luft springe? Okay. Das waren dann doch nicht die, die ich eigentlich gehofft hatte. So. Dann wollen wir auf den anderen Weg der Straße fahren. Hier ging noch irgendwie eine Straße hoch. Hier.
gerade, wo fahre ich hier eigentlich lang? Ah, hier ist die Straße. Das war knapp. Oh, das war noch auch knapp. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was ist das denn? Rote Ballons. Naja, da passiert nichts, okay. Da geht's leider nicht rein. Oh. Verschrotter. Okay. Ich glaube, hier lohnt sich das richtig. Oh, komische Ballons. Weiter geht's. Das sammeln wir doch einfach mal alles ein. Mit den Staubsauger kann man auch Luftballons einsagen. Die heißen Strandball und ich kriege davon Tür mit Bleischicht. Okay. Sollte ich die doch besser abfrühstücken. Okay. Interessant. Die Region hier ist echt interessant. Anscheinend kriegt man dann auch noch Gegenstände, wie zum Beispiel eine Stahlplatte. Sprengstoff. Okay, kommen da einfach random Sachen raus? Das sieht ganz danach aus, als ob da einfach random Sachen rauskommen. So, was ist das hier oben?
condition after all these years. So. Auf geht's. Hilfe. Nice, ich muss jetzt dieses Kabel abfahren. War ein wenig stressig und ich habe komplett die Front ist kaputt. Tor C verknüpft. Tobias, how's the power routing? Well, the neighbors are complaining about the flickering lights, but I told them to light some candles and sit tight. Francis? Hilfe. Circuit complete. Keep it up, driver. Ladestätte? Was ist denn eine Ladestätte? So, aber ich sollte eben Sachen reparieren. Reporting total power drain. They're spent. How long to recharge? Could take up to a day. No, no, I got this. Hehe, beschädigter Anker. Hilfe, noch eins. Hier haben wir noch eine Truhe. Sprengstoffkiste, okay.
So. Dann muss ich mich gleich mal irgendwie heilen. Oh. Kann ich noch irgendwas reparieren? Hi, das ist Pacific Drive und willkommen zurück erstmal. Da fährst du mit dem Auto durch die Gegend, machst Missionen und versuchst irgendwie zu überleben und nicht die Hälfte deines Autos zu verlieren. Ja, und wir sind hier gerade im inneren Sektor und müssen Kabel verbinden. Und das machen wir über diese Leuchtsäulen hier. Nur sind hier ziemlich viele Anomalien, die uns aufhalten. So. Ja, genau, das ist so aktuell das, was hier läuft. Ja, und diese Punkte hier sind immer am gefährlichsten. Weil die ordentlich Schaden machen. Und ich aktuell nicht weiß, ob wir das so überstehen. Und ob wir noch irgendwas haben, wir brauchen Chemikalien. Okay, die bauen wir erstmal ab. Ja, man kann übrigens Teile abbauen. Und die vorsichtshalber irgendwo anders hinpacken, damit man nicht so... Ja, aber das Gute, was ich gut finde, ist, es wurde erst nach Zeit zu Zeit kompliziert. Das heißt, du hast hier einen Lerneffekt, der nach und nach stattgefunden hat. Was ich richtig nice finde. Das einzige Problem ist halt wirklich, dass hier nichts für Reparatur sorgt oder so. Weil alle Anomalien hier auf dem Boden, die zerstören das Auto. Das hier ist nur eine Reparatur, keine Reparatur, sondern nur eine... Ja. Francis, it's now or never.
Aber es macht sehr viel Laune und was ich halt richtig gut finde ist, du hast hier die Möglichkeiten, Routen zu planen oder einfach irgendwo hinzufahren und dann selbst zu entscheiden, wie viel du machen möchtest. Das heißt, du bist nicht gezwungen, unbedingt jetzt diese Mission hier zum Beispiel fertig zu machen. Wenn du vorher weißt, okay, das hier ist jetzt eine Hauptmission, die wird wahrscheinlich länger dauern, mache ich erstmal ein paar kleine Sachen anders und spiele dann später weiter. Das macht echt Laune. Ist das denn? Oh. Schrott gegen... Okay, ich brauche Schrott. Ich habe 2 Limmmagneten erhalten. Nice. Ja, und man kann hier halt Sachen verschrotten. Ich habe hier zum Beispiel einen Plasma-Verschrotter. Und dann kriegt man einen ganzen Haufen Ressourcen und so weiter. Und mit dem Staubsauger geht das alles schneller einzusammeln. So, und ich will mir hier ein paar von diesen Magneten holen. So, weil Schrott haben wir en masse und das können wir echt super verwenden, um hier diese Limmmagneten zu bekommen. Müssen wir eigentlich jetzt ordentlich viele haben von.
Gott, oh Gott, oh Gott. Hilfe. Ich hätte hier eindeutig mit anderen Sachen herfahren sollen. Und das ist sehr anstrengend aktuell irgendwie. Kann ich da jetzt einfach durchfahren oder bin ich am Arsch, wenn ich da einfach durchfahre? Geschafft. Ewige Stabilität, okay. Okay, ich sollte mal irgendwann tanken. Da ist ein gefährliches. Oder ein beschädigtes war das genau. Through with it.
it's worth the sacrifice. Stay late, don't worry about me. Finish your work, and we can start a family. always you spew that crap. So why'd you say it to me? Because he has to have been right. Because if I think he was wrong, then... I... can't live with that regret. I gave everything for them. This is the last thing I'm holding on to for myself. Oh. Every single day I still think about how if I had left the zone when we had planned to, I wouldn't have lost Alan. I thought, I hoped that Limtech was done killing all. I'm sorry about Tobias. Tobias is... was... all I had. Hilfe. Oh, cool. Glad you got through, driver. Power on that stabilizer, and I'll see you back in the garage. Müllperle, nice. Ups. Okay, ich muss anscheinend zu dem Funkturm da oben. So, wir tanken jetzt mal komplett auf. Gott. Hilfe, das Auto sieht auch nicht mehr gut aus, ey.
Ups. Run, 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 run. Hilfe! Hilfe! Also die Zone ist ja noch krasser als gedacht. Das war ulala. Welcome back. Now we know where the well is, but you're the first to step foot in the deep zone in over 15 years. And I need more time to understand Alan's suppression method. So why don't you stretch your legs and chart the deep zone while you're at it? We'll need to map a way to the well as it is. Ich kann das Auto Teile hier reinstopfen und bei der nächsten Tour, also wenn ich mit irgendwas anderem losfahre, werden die dann repariert. Also ich kann dann wiederkommen und dann ist alles heile. Das ist ganz nice. Und mit diesem Spachtel kann ich jetzt noch die Teile, die übergeblieben sind, eben reparieren. Und ja.
Und man muss halt hier alle Teile vom Auto eigentlich reparieren. Und dieses rote Symbol sagt aus, dass die Spur verstellt ist. Dann muss ich dann mit einem Mechaniker-Set rangehen. Ja, wenn. Wir hatten das schon einmal ausgetestet. Es passiert nichts so Wildes. Heißt, du wirst wieder zurückteleportiert und all deine Ressourcen gehen verloren. Aber das ist noch in Ordnung. Aber bevor du im Auto stirbst, ist eher das gesamte Auto Schrott. Was ein bisschen bescheuert ist. So. Genau, und ich habe hier drei Spinte und hier sind unterschiedliche Rüstungsset drinne. Und ich habe hier gerade die Bleisachen drinne. Also in der Hand. Und die lagere ich jetzt hier ein. Und halt gerade in Reparatur. Aber hier habe ich zum Beispiel gepanzert drinne. Das ist gut gegen Kollision und Explosion. Das ist das, was ich gerade gebraucht hätte. Und hier habe ich abgeschirmte Sachen drinne gegen Blitz und so weiter. Und das hier ist gegen Blei, gegen Strahlung. Genau. Und man kann halt das komplette Auto erweitern, wie man möchte. Also ich habe mir hier zum Beispiel einen extra Tank aufgebaut. Ein Blitzableiter und zusätzliche Seitentaschen und hier ist noch eine extra Batterie. So, dann wollen wir jetzt erstmal hier die Ressourcen rausholen und auftanken. So. Hier ist nichts mehr drin. Hier ist nichts mehr drin. Okay. Dann können wir das hier jetzt leer machen. Oh. Und dann gibt es noch diese Sachen hier. Die finde ich auch ganz cool. Das sind sogenannte Perlen, Müllperlen. Und die kann man hier in den Verschrotter reinschmeißen. Und die zerlegen sich dann. Und es gibt hier irgendwie ein Faxgerät für Story-Sachen, die man dann durchlesen kann. Ja, und so kannst du auch noch Sachen, die du findest, zum Beispiel reparieren lassen. Aber was ich jetzt vorhab ist, du kannst auch Sticker finden. Und dann kannst du deine Sachen hier dekorieren. So, ich habe jetzt zum Beispiel den Smiley angepasst. Und man kann auch lackieren und Sachen aufkleben, was auch richtig cool ist. Also du kannst auch jedes einzelne Teil bekleben und einfärben. So. Aber das Wichtigste, das zeige ich dir einmal. Das hier ist die... Oh Gott. Also das hier links oben, hier alles, das ist gerade eben dazu gekommen. Ich habe nur den Bereich hier erkundet und das alles kam gerade dazu. Okay, krass. Aber was halt sehr genial ist, ist zum Beispiel, du kannst jetzt einfach den hier auswählen als Reisepunkt. Danke, wünsche ich dir auch. Bis zum nächsten Mal. Ja, wie gesagt, du kannst dann hier hinreisen. Nur eben kurz die Tour machen. Die geht nicht 3 Stunden, sondern die Wegezeit ist einfach nur 3 Stunden.
Und dann machst du zum Beispiel was anderes, wenn du darauf keine Lust hast. Also das ist echt entspannt. Ups. Kannst du modifizieren, um diesen damit zu verändern, okay. Etwas unter die Arme, okay. Limbship 3 Stück. Reserve XL Dach Anker Energie um. Okay. Knotenpunkt Restabilisator. Gott, oh Gott, oh Gott. Okay.
Aha, direkte Wege. Okay, darauf sollte ich als nächstes sparen. Eigentlich brauche ich dafür nur Bonbons. Beständig. Das könnten wir uns jetzt doch mal angucken. Schimmelballon-Anomalie. Für Platten. Glasfaser. Okay. Okay, also für mich war es das dann jetzt. Ist wieder reichlich spät geworden irgendwie, ohne dass es gewollt ist. Gewollt war. aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ich wünsche euch einen angenehmen Abend, eine gute Nacht und dann einen schönen Abend noch. Und morgen ist Mittwoch, glaube ich. Dann morgen wieder um 18 Uhr bin ich am Start. Und ja, dann gute Nacht, schönen Abend und bis morgen. Ciao!